Aber jetzt ist sie durchgeknallt. Nun, sie erzählt Halbwahrheiten. Visionen. Teilt uns auch mit euren Visionen. Nein, nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt aufbrechen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen nach Miyamat. Ihr geht nirgendwo hin. Warum denn nicht? Wir können auch aufbrechen. Wir haben ein Schiff. Moment, wo ist Miyamat? Sie dreht sich so ein bisschen um, stößt ihren Finger in die Brust von Rafim. Ein Krua erwartet dich. Ein Kruidai. Frimla, Frimla. Naja, könnt ihr das in der Sprache sagen, die ich auch verstehe? Die Priester wachen über dich. Du bist noch nicht fertig. Sie haben dich auserwählt. Sieben wird eins. Ja, die sind alle auserwählt, außer, naja, Ronga, der ist nur berührt, aber das spielt jetzt keine Rolle, oder? Also, beantworte meinen Befehl, wo ist Miyamat? Miyamat? Du sprachst davon. Das ist die Stadt. Wir 350 Einwohner. Wir müssen nach Süden. Was ist dort? Eine Höhle, sagt ihr. Was ist in dieser Höhle? Die Ruinen aus dem 9. Zeitalter. Krakonia. Wir müssen Frimla bergen. Und du musst mitkommen. Was ist Frimla? Aus 7 wird 1. Der Prüfstein der Götter. Ich habe es alles aufgeschrieben. Kommt. Ja, dann zeigt mir eure Aufzeichnung. Ich lese ja sehr gerne, müsst ihr wissen. Ich lüge natürlich gerade. Auf ihrem Schreibtisch liegt eine weitere Umhängetasche und in der könnt ihr 2 Pergamentrollen erkennen. Naja, dürfte ich sie einmal öffnen, denn ihr wisst, wenn ich ein neues Papier sehe, dann muss ich immer gleich einen Blick reinwerfen. Ja, ich habe auch die Übersetzung beigefügt. Oh, das ist ja sehr nett von euch. Ich möchte die Papierrolle öffnen und gucken, ob irgendwas da drin steht und sie dann wortlos an Abel mir weiterreichen. Also das Original ist tatsächlich unlesbar. Retor, Saf, Redorven, Glungluports, Attakrte, Rof, Luav. Ist ein Code oder eine Zusammenmischung aus verschiedenen Sprachen? Also auf den ersten Blick meinst du, dass das wohl eine Verschlüsselung ist. Ja, das ist eine Chiffre. Nun, das wird etwas dauern, das zu übersetzen, aber ihr sagt, ihr habt eine Übersetzung gefunden? Sie liegt doch da. Wie habt ihr das angestellt? Lesen. Könnt ihr uns das Ganze vorlesen? Na, ist ja doch extra eine Übersetzung gemacht. Ja, ich probiere das Ding zu lesen. Gibt's irgendwo? Ja, du findest auch eine Übersetzung dazu. Bibliothek. Ruinen des Krakengottes Krakon. Strömung von Elemiten genutzt. Am alten Küstenverlauf vor der Katastrophe gelegen. Wer oder was ist Vautor? Und die zweite Notiz, das zweite Pergament. Ewig sind die Wasser und das vielgestaltige Meer. Zintoran ist der Fluss und Numinor der Horizont. Effert ist die Wogen und Charybd die Tiefe. Vergessen ist der zweigestaltige Krakon, der ringende Kraken. Ich werde seinen Tempel finden, wie vom Meer befohlen. Nun, das klingt mir nach einer, nun ja, Prophezeiung. Eine Nachricht. In ihrem Zusammenhang will ich verstehen bis jetzt. Wir müssen Selem verlassen. Ich gehöre ja sowieso nicht hierhin. Kommt mit, wir müssen nach Miyamat. Wenn ihr sowieso schon hier seid. Gut, dann schnell, nehmt alle eure Aufzeichnungen. Wir müssen das mit dem Meister des Flusses besprechen. Kommt mit uns an Bord. Wo sind die beiden Bücher, die ihr gestohlen habt? Sie sind doch in der Umhängetasche. Du kannst eine weitere Übersetzung finden. Die ist wohl nicht verschlüsselt, sondern aus der tulamidischen Sprachfamilie auch eine Übersetzung aus Kuchas. Die Kinder Krakons errichteten ihrem Schöpfer 9 Tempel und einer der prächtigste, der größte. Er wurde geweiht dem ersten Speer des Sturmgeborenen, Vautor mit Namen, gelegen an der Pforte nach Vayat, die wir heute nennen die Stadt der Rochen. Das im Selemia wird das klar, die Übersetzung macht keinen Sinn. Stadt der Rochen ist Yol Miyamat.
Joll, die Stadt Rochen Miamat. Das ist Miamat. Wir müssen nach Miamat. Ihr habt den Bibliothekar getötet. Er wollte mir die Sachen nicht geben. Aber mir. Kommt mal her. Kann ich einmal in meinem eigenen Kopf eine Einschätzung treffen, für wie böse oder für wie gut halte ich den Bibliothekaren bisher? Was ist denn mein Eindruck? Der Bibliothekar, das war ein versoffenes Schwein. Okay, ich habe Schlimmeres getan. Aber Elfanora, also eine Geweihte, die es war ja immerhin den Sinn der Geweihte, ne? Auch wenn er in Selem war, aber wenn er die Bibliothek hütet, seine Bücher hütet und er gibt ihr keinen Zutritt, wäre es sie, dass sie sich dann das Recht rausnimmt, ihn zu erschlagen und sich die Bücher zu klauen. Ja, aber ich bin halt auch schon unschuldiger Alan Fahner niedergemacht. Also sie ist keine Gefahr, sie ist hochgradig verrückt und ja, sie hat eine Ferdi erschlagen, aber die, also das war im Affekt. Das hattet ihr ja auch vom Geist mitbekommen, dass das wohl eher so ein erschrockenes Niederschlagen war. Eher so ein Affekt, so eine Überraschung. Und ihr, also du hältst sie nicht für eine Gefahr. Sie ist hochgradig verrückt, aber nicht bösartig. Ja, ich will mal meinen Kopf zu den anderen dazu beugen. Also ich würde sagen, wir nehmen sie mit. Aber mir. Ich würde Folgendes sagen. Wir lassen uns erst von ihr dorthin führen, wo sie auch immer hin möchte. Und dann gucken wir uns an, was sie da hat. Denn sie scheint ja irgendwo auf der Fährte zu sein. Und dann kommen wir zurück. Und dann kann der Meister des Flusses entscheiden, was zu tun ist. Er wird entscheiden, wenn wir an Bord kommen. Dann wird er entscheiden, was mit ihr passiert. Wir haben das nicht zu entscheiden. Meinte ich ja. Eine geweihte Effort. Wenn er befindet, dass sie zu sterben hat an Ort und Stelle, dann wird sie das tun. Naja, nur um dich an der Stelle zu korrigieren. An Bord eines Schiffes hat die Kapitana das letzte Wort. Also wenn Zulam die Kapitana sagt, die Kapitana hilft, weil der Eferdi ihre Sachen zusammen zu kramen, damit die nicht mitkriegt, was ihr. Also, wenn sie sagt, der Meister des Flusses muss sich gedulden, dann wird er das tun müssen. Nun, Geduld ist doch eine Stärke von Effert, oder? Nicht wirklich. Nicht direkt. Sie sind eher dafür bekannt, gar aufbrausend zu sein, möchte ich sagen. Andererseits würde sie ihn vermutlich... Naja, er wird die Frau ja selbst erleben, dass sie nichts mit dem vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte, es wird auch ihm klar sein. Ich werde mit ihm reden. Ich bin sehr überzeugend. Voltax, willst du vielleicht auch kommen? Ja, na gut. Aber können wir das nicht machen, nachdem wir unseren kleinen Ausflug gemacht haben? Ja, aber wir... Also, wenn er schon dabei ist, dann müssen wir ihn schon ein bisschen vorwarnen. Na gut. Von mir aus. Ich rede und wenn ich dann was Falsches sage, musst du sagen, nein, das hat er ganz anders gemeint. Und dann sagst du, wie ich es eigentlich gemeint habe. Okay, Boltax? Na gut. Woher wissen wir, dass sie ob die Wahrheit erzählt oder dass sie nicht in ihrem Wahn falsche Dinge von sich gibt? Vertrauen wir schon Worten ins Wahnsinnigen? Naja, weil ihr die gleichen Bücher, die sie liest, auch lesen werdet. Und ich hoffe, dass ihr sie genauso oder besser versteht als die Verrückte da vorne, die gerade 4 Muscheln aus ihrem Schrank klaubt. Da habe ich Vertrauen in euch, Abelmir. Nun gut, dazu muss ich aber die Bibliothek aussuchen wieder. Naja, wieso? Ihr habt doch die beiden Bücher, die sie gestohlen hat. Nun, ich brauche andere Quellen, nicht nur diese beiden Bücher. Naja, ich habe leider aber nicht einen sehr engen Zeitplan, wenn ich das so sagen darf. Ich sag's ja nur nicht gerne, aber es geht um den Untergang von Derich. Vielleicht muss euer akademischer Anstand an der Stelle ein bisschen zurückweichen. Ich will nicht sagen, dass Quellenrecherche nicht wichtig ist, aber momentan haben wir diese beiden Bücher. Lest sie, zieht eure Schlüsse daraus und werdet nicht verrückt. Also nicht verrückter, als ihr eh schon seid. Und es macht keinen Unterschied, ob ich hier lese oder in der Bibliothek lese, nicht wahr? Naja, umso schneller wir aufbrechen, umso schneller... Seht ihr? Ihr pflichtet mir also bei. Nein, wir lesen auf dem Weg. Richtig. Man liest ein Buch nicht auf dem Weg so schnell durch.
Das ist keine Lektüre aus Brabak. Nein, Abelmir, das geht um den Untergang von Dero und ich befürchte, du wirst das Hallo? Im Schiff lesen. Hallo? 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 Ist heute Gottesdienst? Verschwindet. Ich will beten. Junger Mann, ich nehme euch die Beichte ab. Also, was habt ihr denn zu beichten? Komm, Rafim. Ich will was von Herrn Vater hören. Okay, Rafim, du gehst schon mal zum Metropoliten. Ich kümmere mich um den Mann. Kriegen wir doch hin, oder? Junger Mann, also, Effert, wisst ihr noch, Effert, der Herr der Wogen und der Brandung. Der graue Mann. Der graue Mann. Der graue Mann. Also, es war einmal das Wasser und das Wasser war mächtig und in Aufruhr. Und als das Wasser in Aufruhr war, da kamen... Und als das Wasser in Aufruhr war, da kamen mächtige Ströme und die Welt ward geprüft durch das Wasser. Doch einstmals war da Effert und Effert war in seiner Kraft und Prächtigkeit und er brachte den Regen und das Meer. Okay. Der Mann vor dir fängt an zu weinen. Das ist so wunderschön. So wunderschön. Ich kann ihn fast sehen. Ja. Ich sehe ihn vor meinen Augen. Ich auch. Er ist hier bei uns. Ich liebe dieses Gotteshaus. Er ist überall bei uns. Ja. Und nun, junger Mann, schlafe. Somnigravis. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit dem Mann weiter auseinanderzusetzen. Kannst du dir die Punkte für den Somnigravis abziehen und er legt sich dann im Effort-Tempel hin, während ihr dann die Sachen zu Ende gepackt habt und dann nach draußen stürmt. Ja, ich würde noch einmal mit der Eihexe reden wollen, weil die würde es ja vielleicht nicht so cool finden, was wir vorhaben. Gute Frau. Ja. Wir haben also jetzt die Mörderin gefunden. Ja, ich befürchte allerdings im Sinne, ich weiß nicht, ob ihr auch schon Eingebungen habt, aber dem Fakt geschuldet, dass ihr die Auserwählte eines Gottes oder einer Göttin seid, nehme ich an, dass ihr es auch schon spürt, dass wir auf eine sehr schwierige Zeit zugehen. Ich habe doch schon gesagt, richtig, dass ihr grausam sterben werdet. Richtig. Wir werden die Frau mitnehmen müssen, um unseren grausamen Tod einen noblen Zweck zu verleihen. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Wie gesagt, ich habe keine großen... Nun, ja, das ich, ist wollte, der Punkt. Ich wollte die, den Mörder oder die Mörderin finden. Und wenn wir das jetzt getan haben, dann ist zumindest meine Neugier befriedigt. Warum hat sie es getan? Jetzt im Effekt erschlagen? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, sie hat in ihrem Wahn diese Bücher gebraucht. Ich nehme an, euer Vater oder wer auch immer mit eurer Mutter gelegen hat, wie ihr immer ihn nennen wollt, hat sie davon abhalten wollen und in ihrem verwirrten Geisteszustand hat sie zum nächsten Gegenstand gegriffen und ihn damit schwer verletzt. Ja, okay. Dann nehmt sie mit. Ihr müsstet allerdings eurem Vorfahren auch erklären, dass wir uns die Bücher etwas länger ausleihen werden. Aber keine Sorge, Abelmir wird sie zurückbringen. Sollte er nicht grausam sterben? Auch dazu habe ich keine Meinung. Ich kann ihm das jetzt so sagen, aber ich bin auch keine Bibliothekarin. Keine Ferruisseffa. Nein, aber ich sage euch, mit eurem Charisma werdet ihr auch diesem Geist das abringen. Ja, und selbst wenn nicht, es ist mir völlig egal, was der Geist von mir hält. Gute Einstellung. So langsam gefällt ihr mir richtig. Tja, du mir auch. Und leider habe ich da nicht viel von. Ja, das macht's uns ja so sympathisch. Ich werd grausam. Wisst ihr euer eigenes Schicksal auch? Jetzt bin ich ja interessiert. Ich werd lange leben. Oh. Sie grinst dir zu. Oder genauso grausam wie ihr. Naja, aber, wenn ihr lange lebt, spricht das für den Erfolg meiner Mission. Oder ihr sterbt grausam wie ich. Genau, etwas später. Ja, ich hab jetzt nichts Aufbauendes an der Stelle. Viel Spaß mit euren Schlangen. Viel Spaß mit eurer Geweihten. Ja, danke.
möchte der Frau nochmal die Hand geben. Ja, sie... Und dann sich von mir abwenden und gehen. Ja, sie bleibt noch so ein bisschen im vor dem Effa-Tempel stehen. Sie weiß noch nicht genau, ob sie jetzt nach Norden oder nach Süden geht. Aber wenn ihr euch noch ein letztes Mal umdreht, könnt ihr sehen, dass sie nicht zur Bibliothek, sondern wieder nach Süden geht, in Richtung von ihrer Meisterin. Ja, ihr nehmt Koriana nicht mit. Die geht jetzt alleine zur Schlangeninsel, habt dafür aber Evanora mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, jetzt haben wir zwei Evanoras. Yes! Die andere kommt sogar auch aus Havena? Betana. Sie kommt aus Havena, ist aber in Betana ausgebildet. Ja, wer wird schon in Betana ausgebildet? Also ich meine, das ist der Haupttempel von Effard. Da gibt's ja nicht nur Abelmir. Ich würde auf dem Rückweg einmal so Abelmir die Rippen hauen. Abelmir, sag mal, glaubt ihr, ich bin vielleicht auch Eigeboren? Nein, dafür wird zu groß. Ja, aber ich bin ja später so groß geworden, weil ich habe auch dieses natürliche Charisma, diese gleiche Einstellung. Also, ich sehe mich schon ein bisschen in der Frau. Ich glaube, ihr seid viel zu hässlich für ein Ei. Ja, schön, dass ihr das so seht. Nichts für ein Gut, aber es kommt nichts Gutes dabei, wenn Menschen aus Eiern geboren werden. Drachen werden aus Eiern geboren. Fragt Boltax, was er davon halten würde. Wenn ihr aus Eiern geschlüpft werden würde. Naja, also die Frau fand ich jetzt aber ganz nett. Ja, so mag es den äußeren Anschein haben. Naja, also nichts. Er hatte nichts von einem Drachen. Also, Abelmir, das muss ich schärfstens zurückweisen. Wisst ihr, welche Kreaturen noch aus Eiern geboren werden? Basilisken. Die tödlichsten Kreaturen überhaupt. Ach, und Geron hat den Basilisken erschlagen. Deswegen sind sie nicht weniger gefährlich. Naja. Nichts Gutes wächst aus Dingen, aus Eiern. Ja, aber da ist Schlussfolgerung ist das richtige Wort, richtig? Ja. Schlussfolgerung. Da ist eure Schlussfolgerung aber ziemlich doof, weil, keine Ahnung, Löwen werden ja auch geboren wie wir und deswegen sind wir ja nicht blöd, weil Löwen blöd sind. Nee, aber sie werden nicht aus Eiern geboren, nicht wahr? Sie werden lebend geboren. Ja, so wie ich, aber wenn Löwen mich fressen, dann sind die auch doof. Seid nicht so ein Rassist. Hühner werden auch aus Eiern geboren und Hühner sind furchtbar lecker. Ja, das und ist Gänse, richtig. Gänse, lass das nicht Travia hören. Ich rede doch von Menschen und Dingen, die denken können. Und ich habe von Basilisken geredet. Ja. Naja, also ich denke, ich würde die ein oder andere Gans finden, die könnte mit euch eine Unterhaltung führen. Die schnattert euch unter den Tisch. Nur weil ihr nicht Gänsisch sprecht, Abelmir. Es gibt keine Gänsisch. Natürlich. Naja, ich bin mir sicher, ich finde einen Travia-Geweihten, der euch mit einem Löffel etwas anderes erklären wird. Eine Gans ist eine Gans. Ein Mensch ist ein Mensch. Also ich habe mich mit Travigor lange unterhalten. Erinnert ihr euch noch, als wir zurückgeritten sind von Keshal Tarif? Da hat er mir auch einiges über Gänse erzählt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gänse durchaus in der Lage sind, eine entsprechende Unterhaltung mit euch zu führen. Die Qualität der Gespräche passt sich der Stadt Selem an und so erreicht ihr euer Schiff, die Avianda. Ihr könnt ganz kurz mit dem Meister des Flusses, Faramut Ibn Benheim, ansprechen. Der wird sich allerdings aus der gesamtlichen Diskussion heraushalten und auf tatsächlich Havulgard verweisen. Das soll sie klären. Hat er dafür eine Begründung? Dass sie obwohl sie an der Kirche ist? Ja, sie ist die Kaplanin von diesem Schiff und das, ja, obwohl es auch eine andere Kirche ist. Gerne auch noch eure Evanora mit dazu, aber er hat überhaupt kein Problem mit der Swafni-Geweihten. Kein Stück, er ist ja sowieso so ein bisschen offener als andere Eferdis, aber er hält sich da raus und er möchte nicht das Schicksal dieser Eferdi, also auch nachdem ihr den Tatvorgang erklärt habt, er überlässt das entweder Havulgard oder Evanora. Das mögt ihr bitte mit eurer Gruppe und der angestammten Gruppe klären. Okay, dann delegieren wir das gerade jetzt gar nicht, sondern bringen die Frau einfach irgendwo unter. Haben wir dann noch Platz? Zelle. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt mit wem zusammenstecken. Wollt ihr sie in die Zelle tun oder wollt ihr sie ganz normale Kajüte? Nein, also Rashims Einschätzung war ja, sie ist nicht gefährlich, also... Ich würde sie in eine normale Kajüte tun. Können wir sie auch rumlaufen lassen. Da, wo die Malerin war.
und ihr nein, einen nein, netten Freund nein, zur Seite stellen. Nein, die kommt zu Kai Vater. Danke. Genau. Och nein. Dann machen sie sich gegenseitig verrückt. Dann erzählen sie sich von dem Deich und Deichen. Ja, gut. Sie hat jetzt einen neuen Freund, der darauf aufpasst, dass sie nicht aus Versehen in die blutige See springt. Wer weiß. Okay, dann packt ihr sie zu Karl Vater. Tut ihr Sana die Falldor tue ich mal weg und dann... Ach, die kann da auch mit. Naja, da ist gar kein Platz mehr. So, alles klar. Gut, dann ist Evanora Nieverek, eure zweite Evanora, mit an Bord. Wollt ihr jetzt tatsächlich ablegen? Ihr trefft euch zumindest in der Kapitänskajüte, was ihr noch alles so zu tun habt. Kurz der Hinweis, ihr könnt das natürlich einmal kurz auch besprochen haben. Während ihr euch dann sammelt, gerade hinsetzt, klopft es an der Tür. Hey Mann, Kapitän Mann, Frau Mann. Was gibt's? Hier sind die Karten. Was? Hier sind die Karten, die ihr von mir haben wolltet, Mann. Das hier ist die Karte von dem Seelem-Grund, Mann. Hier haben wir Seelem, das ist Port Zornbrecht, Mann, und auf der gegenüberliegenden Seite direkt in einem Dreieck, Mann, da ist Miyamat. Kapitän, Mann. Tatsächlich? Wo habt ihr die Karten her? Das ist nichts Geheimes, Mann. Miyamat ist eine alanfanische Stadt. Gut, dann sehen wir uns das Ganze einmal an. Werden wir noch einmal hier zurückkehren, Kanetsitiana ist immer noch in der Bibliothek und fertigt die Abschrift an. Wir müssen auf jeden Fall nach Selem zurückkehren. Und was eigentlich? Der Titel klang erfunden, Boltax. Nein, das ist ein wichtiges zwergisches Werk. Also, ich weiß nicht. Kennt ihr die großen Tafeln, die sich in Xorlosch befinden? Es sind 49 an der Zahl. Woher sollten wir die kennen? Naja, so, gut, okay. So tief hat man uns hier nicht eingelassen in den Berg. Das ist richtig. Ich dachte, ihr hättet vielleicht ein wenig Bildung genossen. Also gut, es gibt die sogenannte Barobarababa. Das ist, übersetzt heißt es in etwa die Taten der Vorderen. Hierbei handelt es sich um die erste Verschriftlichung unseres großen Epos. Welches Epos? Nun, das Epos der Zwerge. Alles, was vor 3900 vor Bosbarans Fall passiert ist. Und zwar in einer entsprechenden zwergischen Ausführlichkeit. Und? Nun, darin befinden sich auch gewisse Hinweise auf Dinge, die damals passiert sind im Hinsicht auf den Drax. Was hat das mit uns zu tun? Nun, der große und schreckliche Feind. Was war er? Abelmir. Komm zum Punkt. Was hat das was mit unserer Kampagne zu tun? Mit nun, unserer was Mission? Was war ihm anvertraut? Nun, die Herrschaft über die Elemente. Aha. Und diese Herrschaft über die Elemente übte er wie aus? Nun, er verlor sie. Zumindest zwei davon. Das ist korrekt. Nicht nur zwei, später auch noch alle anderen. Aber wie übte er sie aus? Wie wurde ihm die Herrschaft über zwei der Elemente entrissen? Nun, es heißt, er opferte den Schlüssel des Eises, um sein Reich zu errichten. Und nun ja, über den Schlüssel des Erzes ist bei den Menschen wenig bekannt. Nun, den Schlüssel des Erzes hat der erste Geode errungen. Aber das spielt keine Rolle. Ihr habt vollkommen recht, es ging über die Schlüssel der Elemente. Diese waren die Quelle seiner Macht. Und das ist auch das, worum es geht. Wenn wir das elementare Wasser kontrollieren wollen, benötigen wir den Schlüssel des Wassers. Ich habe es schon mehrfach gesagt.